Ich bin Joey, willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Einteiler. Wir spielen jetzt The Convenience Store, einem japanischen Horror-Game von den Machern von Blame Him. Aber dieses Spiel soll nicht scheiße sein, sondern sogar richtig gut sein. Es hat gute Bewertungen bei Steam. Kostet aktuell so 2-3 Euro, ist glaube ich gerade im Angebot. Und geht so ungefähr eine Stunde. Und wir springen einfach mal rein. Es hat so einen Retro-Style, so einen VHS-Look wieder. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wir gucken mal. Okay. Es ist Zeit. Ich muss mich für die Arbeit fertig machen. Okay. Hier ist eine kleine Beschreibung, wie wir uns bewegen, wie wir interagieren und Escape? Ah ja, Einstellung. Okay. Gut. Rein da. Dann gehen wir mal. Und gucken uns ein bisschen um. Das ist unser Zuhause. Der Dreck sifft uns von der Decke. Ich sehe schon, uns geht's richtig gut. Gut geschlafen. Das ist übrigens das Logo hier von Schillers Art. Okay. Da haben wir noch einen kleinen Snack. Das ist unser kleiner Freund. Können wir raus? Es ist dunkel draußen. Okay. Da hinten leuchtet was. Ja, es ist sehr dunkel. Ich weiß nicht, ob wir die Nachtschicht haben. Ich weiß nicht, ob es ganz früh morgens ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal raus. Ich glaube, hier geht's raus. Gucken uns zumindest mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Ah ja, eine kleine Küche. Sehr ungemütlich alles. Sehr ungemütlich und dreckig irgendwie. Ich weiß nicht, ob... Okay, ich brauche eine Taschenlampe. Ich weiß nicht, ob japanische Häuser wirklich so aussehen, aber es sieht eher so aus, als ob das eher so eine ärmere Gegend wäre. Was haben wir hier? Ah, Taschenlampe aufnehmen. Ja, machen wir das mal. Sehr gut. Okay, kann man da rein? Da ist zu. Okay. Ist das eine Kühltruhe oder ein Kühlschrank? Weil hier war doch auch schon Kühlschrank. Können wir ihn aufmachen? Oh, hallo. Was haben wir denn da? Ja, Essen? Mikrowelle? Aufwärmen? Ja, warum nicht? Okay. Dann essen wir erstmal was. Erstmal einen Kühlschrank zu machen, Energie sparen. Das ist doch das Letzte, was wir da haben. Ist vielleicht nicht so gut. Wenn wir das jetzt alles direkt wegfressen, na egal. Aber mal gucken, ob wir was anderes machen können. Ich glaube, da unten ging es auch noch runter. Können wir da raus? Ah ja, ich muss erst was essen, mich umziehen und die Taschenlampe nehmen, bevor ich gehe. Ah, alles klar. Okay, dann essen wir mal. Dann war das ja schon richtig mit der Mikrowelle hier. Eat Bento. Ich weiß nicht, was Bento ist, aber ist wahrscheinlich so eine Art Fertigfraß. Lecker, lecker. Okay, gut. Mich fertig machen. Umziehen. Hier vielleicht? Kleidung wechseln. Ja, alles klar. So, ich glaube, dann sind wir jetzt ready for work. Wir können es machen. Und gehen nochmal raus. Mehr brauchen wir nicht. Ich weiß zwar nicht, warum wir eine Taschenlampe mit zur Arbeit nehmen müssen. Wahrscheinlich, weil der Weg dunkel ist, ne? Oh ja. Tür zu machen. Dann halt nicht. Okay, machen wir uns auf den Weg. Es ist neblig, es ist dunkel, es sieht komisch aus. Zum Supermarkt, denn da arbeiten wir. Vermutlich. Jetzt müssen wir noch den Weg finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen muss. Da hinten leuchtet so, wir gehen mal vielleicht in die Richtung, wenn wir hier runterkommen. Das sieht gut aus. Oh, ist kaputt. Okay. Stürzen wir uns besser nicht in den Tod. Hier geht's auch noch runter. Kommen wir aber auch nicht her. Okay. Gehen wir mal weiter in die Richtung.
Ist ja nichts los hier, nirgendwo. Ah, hier ist eine Treppe. Gehen wir hier runter. Ist ja ganz schön verwinkelt hier. Ah, da geht's auch noch runter. Da sind noch Häuser. Ich habe keine Ahnung, wo der Supermarkt ist, wo wir hin müssen. Da hinten ist halt so hell beleuchtet. Ich gehe mal in die Richtung. Schon direkt hier gescheitert, ey. Tja, alle schlafen noch, ne? Ich glaube, wir gehen im Kreis. Können wir eigentlich rennen? Hey, wir können rennen, okay. Hier ist eine große Brücke. Sieht irgendwie nicht so japanisch aus. Also sieht schon anders aus, aber... Ah! Das sieht nach einem Supermarkt aus. Der Quickie-Markt. Gut, gehen wir mal hin. Ist noch keine Sau da. Ist es da? Sitzt da einer? Oh, hallo. Ich weiß, was hier wirklich passiert ist. Ich wurde gerufen, um euch alle zu warnen. Von dem Namen, den ich nicht aussprechen darf. Der Tag des Urteilens wird kommen. Hier! Okay, ist irgendwie ein verrückter alter Mann, der hier am Supermarkt rumhängt. Boah, dieses Auto. Ein Auto ist da. Möglicherweise ein Gast. Okay, gehen wir mal rein. Wir wollen ja unsere Schicht nicht verpassen. Können wir hier noch was am Automaten ziehen? Ich glaube nicht. Ja, ist gut. Was haben wir hier? 13 Bucks pro Stunde Nachtschicht. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ah ja, also 13 Yen. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel Euro das sind. Und ob es viel ist. Hi! Oh Gott. Kann ich mit dir reden? Oh, schön, dass du es geschafft hast. Hm? Ah, nee, ist einfach nur, ich habe gehört, was? Dass in der letzten Zeit jemand von der Brücke gefallen ist, die du immer überquerst. Es war eine alte Dame, die gesagt hat, sie hat einen Mann gesehen, der die Straße runtergegangen ist und sein Bein war komplett in die andere Richtung verbogen. Hm, gruseliges Zeug. Okay. Wenn es doch nur eine wahre Geschichte wäre. Hahaha. Ha. Entschuldigung. Okay. Was ist denn jetzt mein Job? Müssen wir erstmal hinten rein? Da? Oh, okay. Enter Counter. Yes. Okay, Kasse betreten. Ich schätze mal, wir müssen hier rein, weil da leuchtet was. Ah ja, okay, was können wir hier tun? Keine Ahnung. Ach, meine Stempelkarte vielleicht? Müssen wir stempeln irgendwo? Punch in. Zack. Ah, wir sind... Ah, okay, ja. Exit. No. Okay, tschüss, Gary. Bis morgen. Ja. So, was haben wir hier? Ich glaube, ein bisschen Essen ist abgelaufen während der Zeit, als du deine Schicht gestartet hast. Kannst du sie aus den Regalen für mich nehmen? Dein Manager. Okay. Ja, können wir machen. Benutze die Überwachungskamera. Überwachungskamera? Kanal 1. Zoom, right mouse button. Oh, das ist creepy. Oh, da geht er. Das ist sogar in Echtzeit. Nein, der kommt rein. Ah, ja. Wie kommen wir wieder raus? Ach, Rechtsklick. Okay. Ist er nicht gerade reingekommen?
Da fährt mein Kollege. Das ist ziemlich cool gemacht. Das ist alles so in Echtzeit abläuft. Okay, gehen wir mal raus. Ja. Vielleicht kann ich ihn anquatschen. Kann ich dir helfen, mein Freund? Nein. Okay, abgelaufene Lebensmittel aus den Regalen nehmen. Mal gucken, ob ich die finde. Da, ah ja. Sieht so aus, als ob das Zeug hier abgelaufen wäre. Rausnehmen, ja, okay. Ach, wahrscheinlich muss ich das erstmal irgendwo hin. Wo muss ich das hinbringen? In den Müll wahrscheinlich, ne? Haben wir einen Müll? Irgendwo ein Müll hier? Müllcontainer? Ich weiß nicht, wo ich das hinbringen soll. Huch, hier schon mal nicht. Da hinten vielleicht. Ist das Müllcontainer? Haben wir hier noch einen Müllcontainer? Hinterm Haus vielleicht? Ah ja, guck mal hier. Ah, wir haben einen Hinterausgang. Ah, verstehe. Abgelaufenes Essen wegwerfen. Okay. Nehmen wir diesmal den kürzeren Weg. Durch den Hintereingang. Ah ja. So, warte mal. Ich glaube, ich muss eben kassieren. Ist irgendwie ziemlich cool gemacht. Der Supermarkt-Simulator. Okay, hier, Kasse. Vielen Dank. Kommen Sie bald wieder. Okay, machen wir mal die restliche Arbeit. So, da haben wir schon gelesen, da haben wir schon geguckt. Ich weiß nicht, was hier noch Gruseliges passieren soll, aber es ist irgendwie schon bedrückend. Der fährt wieder. Ich will mal gucken. Geh mal raus. Ach, der hat gedreht. Hä? Wo ist denn der lang gegangen? Ach, da hinten ist eine Straße. Ist denn dieser verrückte Typ noch da? Ich komme nicht weg. Warte mal. Der sitzt immer noch da. Okay, schmeißen wir mal die restlichen Sachen weg hier. Was haben wir denn hier? Sieht so aus, als ob sie abgelaufen sind. Ja, nehmen die auch wieder raus. Ja. Warte mal, wo ging es denn raus hier? Ach nee, das war ganz hinten, ne? Ist die Tür kaputt? Ja, ich kümmere mich. Ich muss eben ne, meinen Job machen. Dann kümmere ich mich darum. Na, eben rausbringen hier. Ich wünschte, ich könnte rennen. So, wegwerfen. Wir werfen aber ganz schön lange weg. Immer noch kaputt ist. Da ist auch noch eine Tür. Ach, das ist das Klo. Ein LKW. Neuer Besuch. Ist das vielleicht eine Lieferung? Hallo. Okay. Ah, ich vermute mal, der liefert was. Alles klar, alles klar. Dann warten wir mal auf den. Ich habe die ganze Zeit noch die Taschenlampe an, ich Idiot. Hallo. Sprechen wir dich mal an. Ist ganz schön spät für eine Lieferung. Mann, zu dieser Zeit, hä? Wir haben, dieses System
kürzlich umgestellt, exklusiv für Supermärkte, die nachts spät in der Nacht aufhaben. Sieht so aus, als ob dieses Paket direkt an diesen Laden geliefert wird. Oh, und der Name passt auf dein Abzeichen hier, ne? Auf dein Namensschild. Das ist für dich. Okay. Ja. Receive, yes. Ich weiß nicht, ob wir mehrere Entscheidungen haben. Take it home. No. Jetzt nicht. Wir müssen hier noch arbeiten, ne? Wir haben noch work to do. Okay. Sieht gut aus. Der fährt wieder weg. Das ist so geil, dass das alles in Echtzeit ist. So, was haben wir hier? Sankusch-Choice. Hey. Ich versuch's mal. Okay. Scheint noch nicht abgelaufen zu sein. Wie sieht's hier mit diesen Dingern aus? Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Okay, und hier oben? Sieht auch gut aus. Okay, okay, okay. Prüfen wir mal alles andere hier. Machen wir erstmal die Tür zu. Okay. Rabi Carrot Juice. Ich trinke das in letzter Zeit nur noch. Sehr empfehlenswert. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier noch den Dreck irgendwann wegmachen, ne? So, muss ich mal aufs Klo? Danke, dass du immer die Toilette sauber hältst. Okay. Cool. Das ist ja cool. Ein Klo, das automatisch hochfährt. Sehr geil. Und ein kleiner Chuck steht da auch. Sehr, sehr löblich. Gut. Ich muss noch die Shelves checken. Ich kaufe eigentlich selten Magazine. Aber ich kaufe Austin Lee Magazine. So. Ja, ist ja gut. Ich muss noch alles checken hier. Ob hier noch alles sauber ist. Okay, 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 okay. So. Ich glaube, ich habe alle Regale gecheckt. Hier ist nichts Abgelaufenes mehr. Alles in Ordnung. Auch hier, auch hier, auch da. Dann würde ich mal sagen, machen wir das Paket auf oder was das ist. Take it home. Ist meine Schicht schon vorbei oder was? Oh, ein Video. Hier ist ein Fernseher. Ausmachen? Willst du es dir ansehen? Okay, da ist irgendwas Abgesperrtes. Ein Absperrband irgendwo. Da war gar nichts drin. Ist ja ein Ding. Dieses Videoband mit dem Absperrband, dieses Videoding mit dem Absperrband. Können wir uns das nochmal angucken? Ich bin leicht verwirrt. Was muss ich jetzt tun? Oh, hier. Hier kann ich was tun. Flashlight. Okay. Kann ich da vielleicht hingehen zu dem Ort? Muss ich nicht wieder zur Arbeit? Okay, ich kann da hingehen. Erste Nacht.
Es ist so dunkel. Es ist noch dunkler als das letzte Mal. Oh Gott, ich will jetzt einfach nur noch zum Supermarkt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Weg war. Ich glaube, ich latsche gerade durch die Gärten. Gehen wir mal hierher. Sehr dunkel. Ja, ich glaube, da ging es runter. Hier ist zumindest nichts abgesperrt. Wo muss ich denn lang? Hierher? Es ist so dunkel. Ich glaube, ich müsste auf dem richtigen Weg sein. Ja, hier. Hier ist die Brücke. Nein, da ist die Brücke. Nein. Ich habe mich total verlaufen. Hier kommen nur in irgendwelche Gärten. Hä? Ich glaube, ich bin hier ganz falsch. Ich sehe aber auch nichts. Da hinten ist doch der Supermarkt, oder nicht? Ist der jedes Mal woanders? Hier ist der Weg. Ja, hier ist die Brücke. Ah, okay. Wir sind richtig. Okay. Sitzt der Typ noch da? Nicht mehr. Hi. Ah, du schon wieder. Hey, hey. Ich habe gehört, du hast mitgeteilt, dass die Tür sich selbstständig macht und öffnet. Nun, wir haben einen Typen da, der jetzt den Sensor überprüft und es sieht so aus, als ob die Drähte lose waren. Oh, dachtest du, das wäre irgendeine Art von Poltergeist? Ah. Ich sehe sowas am Fernsehen die ganze Zeit, aber es ist alles skriptet. Geister gibt es nicht in echt. Natürlich. Okay, mal gucken, was heute unsere Schicht ist. Ist schon was anderes irgendwie. Ich habe einige Ratten hinter dem Laden gestern gesehen. Jemand muss die Müllklappe offen gelassen haben. Die erste Person, die diese Note liest, muss ja, das loswerden. Dein Manager, Rodents, keine Ahnung. Punch in. Frag mich, was wir sonst noch so alles Tolles machen können. Ich guck nochmal hier durchs Ding. Können wir hinter das Haus gucken? Da geht er wieder. Oh, da steht einer. Steht da einer? Was zum Teufel? Das scheint eine alte Frau zu sein. Oh ja, das ist hinterm Haus. Ah, da ist die Absperrung aus dem Video. Es ist eine alte Frau. Okay, es ist eine alte Frau. Wie komme ich denn da raus? Escape? Linke Maustaste. Okay. So, er fährt. Kommen Sie rein, junge Frau. Ich gehe mal eben hinten den Müll gucken, ne?
Oh ja, hier sieht es wirklich unordentlich aus. Können wir das aufräumen? Ihhh! Ratten! Wieso kann ich hier nichts aufräumen? Kann ich nichts machen. Vielleicht muss ich irgendwas mit der Ratte machen. Einfangen oder sowas. Ich schätze mal, ich muss die mit irgendwas einfangen. Ah ja, hier, guck mal, was haben wir denn da? Einsprühen! Ich muss die Ratten wegsprühen. Ah, da ist auch noch einer. Kann ich mich ducken? Wie kann ich mich denn ducken? Geil, machen wir erstmal die. Da unten sitzt einer, aber ich weiß nicht, wie ich mich ducken kann. Ah, oder so. Okay, 4, 2 müssen hier noch irgendwo sein. Wir sprühen die einfach mit Haarspray weg. Hier ist nur einer. Und hier ist einer. Okay, alle Ratten entsorgt. Dann gucken wir mal, was die nette alte Dame so von uns will. Ist sie? Sie ist weg. Ah, ein neuer Kunde. Ja, kommen Sie mal rein. Ich suche mal die alte Dame. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht auf Toilette? Ich glaube, die ist auf Toilette. Wir können da zumindest nicht rein. Oh Gott. Wo ist er? Ah ja. Hey, ich bin in Eile. Kannst du mir bitte 5 Dosen Bier und eine Packung Zigaretten geben? Beeil dich. Bier. Reiß dich zusammen. Hol sie doch selber halt. Nee, hol sie doch selber halt. Oh. Cool to drop item. Ah, aber wir müssen es. Okay. Ah, wir müssen es ihm einzeln bringen. Alles klar. 1. Der ist verdammt cool. 2. Wer bin ich denn hier? Dein Lackaffe oder was? 3. So. 4. Bisher ist ja noch nichts Außergewöhnliches passiert irgendwie. Bisschen creepy ein paar Sachen, aber so richtig gruselig noch nicht. So. Ach, noch eine. Ach nee, Zigaretten wollte, ne? Zigaretten sind wahrscheinlich. Ja, wo sind die denn? Wahrscheinlich hinterm Tresen irgendwo. Hier? Ja. Alles klar. Ah, und bezahlen. Ah, na, piep. Dankeschön. Aber die alte Frau ist immer noch weg. Nein, wir gucken mal hier auf diesen Ding. Ob wir sie hier irgendwo sehen. Okay, ich sehe sie nirgendwo. Ich gucke nur auf der Toilette. Es ist mir irgendwie nicht geheuer, dass die weg ist. Vielleicht ist sie aber auch hinterm Laden. Ah, da ist sie ja! Ha!
Hey, alte Dame. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ah. Hä? Wo ist Ken Kuhn? Weißt du, wo Ken Kuhn ist? Ich dachte, ich hätte seine Stimme gehört. Das hier war mal das Haus meiner Tochter. Was hast du nur getan? Schäm dich! Naja, gratis aufs Klo gehen ist schon okay. Ist wenigstens alles sauber hinterlassen hier. Oh Gott. Toilette mit Näherungssensor, das ist auch echt geil. Das ist echt geil. So, tschüss. Schönen Abend noch. Gut. Wir haben die Ratten weggemacht. Den Typen bedient. Ich gucke nochmal hinterm Haus. Hier sieht es auch gut aus. Dann haben wir, glaube ich, nichts mehr zu tun erstmal, ne? Mal gucken, ob wir noch irgendwas hier hinten machen können. Im Lager. Oh, oh. Ich komme. Tür spinnt schon wieder. Irgendwas rauscht hier auch. Können wir da irgendwie hoch? Dieser Lautsprecher rauscht, wo die Musik rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Kann ich jemanden anrufen? Ich gucke nochmal hier durch das Ding. Vielleicht sehe ich irgendwas. Da war ein Junge, da war ein Kind, was immer dahin gerannt ist. Habt ihr das gesehen? Der war da unten. Wir werden verarscht hier von einem Kind. Ist nur ein verdammtes Kind. Oh. Der Lieferdienst ist schon wieder da. Ja gut, lassen wir erstmal reingehen. Er ist verdammt cool gemacht. Also wenn man sich erstmal ein bisschen auf das Spiel einlässt, ist das ziemlich cool. Ist ziemlich cool gemacht. Hast du wieder ein Paket für mich? Ah, schön, dich wiederzusehen. Oh, du weißt, dieser unaufhaltbare Trend, dass man alles online bestellt. Wie auch immer. Es sieht so aus, als ob es hier wieder ein Paket gibt, das ich hier abliefern muss. Okay. Ach so, ein Paket, das ich hier abholen muss. A package to pick up here. Okay. Ich guck mal im Lager. Ein Paket, das ich hier abholen muss. Ich mach jetzt mal die Tür zu hier. Haben wir hier ein Paket? Ein Paket. Er will ein Paket haben. Okay, möglicherweise ist es vielleicht hier im Mitarbeiterbereich. Ich guck mal.
Ich guck mal, ob ich ein Paket für dich habe. Gucken wir mal hier. Ah ja, hier ist ein Paket. Ah ja, dann nimm das hier. Gift Package. Yes. Okay, tschüss. Konnichiwa. Da fährt er wieder. Okay, was machen wir jetzt? Ich schätze, wir warten einfach der Tresen und gucken. Hinter den Tresen. Gucken, was passiert. Oder vielleicht nochmal einmal hier durchgucken? Errungenschaft freigeschaltet, Security. Okay, draußen ist noch still. Oh, wir können noch rumgucken. Ah, interessant. Gut. Geh nochmal raus. Oh, es ist. Man muss sich irgendwie immer versichern, dass keiner da ist. Ich mache erstmal die Klotür zu. Sieht ja scheiße so aus. Zweite Nacht. Okay, zweite Nacht. Scheiße, es regnet. Gut. Ah, ein Regenschirm. Ja, nehmen wir den Regenschirm. Oh, das ist cool gemacht. Was war da gerade? Hat irgendwas geklopft oder so? Die Tür ist auf und es steht ein Paket vor der Tür. Open it. Eine weitere Videokassette, okay. Ansehen. Pflanzen. Irgendwo im Garten. War es vor unserer Tür? Boah, ist geil. Boah. Was hier? Hier sind auch Pflanzen. Ich habe keine Ahnung, wo das gewesen sein könnte. Hier? Jetzt müssen wir wieder einen Weg zur Arbeit finden. Na, ist die Treppe wieder im Arsch. Runter. Ich glaube, das war der Weg zur Arbeit. Oder auch nicht.
hier? Ich muss diese Brücke finden, oder was das war. Ja, hier war das. Die Geräusche sind echt gruselig. Okay. Der ist nicht da. Ich zieh rein. Wo ist mein Arbeitskollege und warum steht hier schon wieder die Klotür auf? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte gerade, hier regnet es rein. Bist du hier? Was ist das? Okay, ich lasse es einfach mal da. Ich gucke einfach mal. Ich gucke erstmal, was ich zu tun habe. Ich stempel ein. Und dann lese ich mal die Anweisungen. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Buh. Ich hab dich gut erwischt, oder? Okay, okay. Schön, ich höre auf. Ich verspreche, ich werde es nicht nochmal machen. Komm, ich stempel erstmal an. Zack. Okay. Schönen Feierabend, ne? Tschüss. So. Okay. Einige Artikel sind aus den Regalen verschwunden. Sorg immer dafür, dass die Regale voll sind. Das ist unser Motto. Also, bitte, füll die Regale wieder auf. Bis morgen früh. Dein Manager. Okay, dann weiß ich jetzt auch, was ich tun muss. Regale auffüllen. Mit den Sachen hinten aus dem Lager. Ja, da sieht es ziemlich leer aus. Okay. Aber irgendwie regnet es doch ein bisschen hier rein, ne? Gut. Können wir die da reinpacken? Da rein? Ich weiß nicht, wo ich das hinpacken muss. So rote Packungen. Weg ist er. Huh. Ja, okay. Okay. Da muss ich doch hinpacken, oder nicht? Oder vielleicht hier irgendwo? Ah, da. Ist auch leer. Hä, wo muss ich das hinpacken? Da? Da ist auch noch was drin. Drop Item. Okay. Warte mal, wir droppen es mal hier. Und dann muss ich mal gucken, wo die hinkommen. Ich muss es an den richtigen Ort packen. Ja, was soll denn die Scheiße hier? Das ist nicht witzig. Drop mal die Items. Oh. Okay. Ist keiner da? Oh. Okay, da ist da doch einer. Ich bin Hamada. Ist irgendwas
falsch mit dem, mit der Klimaanlage. Dein Boss klang verzweifelt, dass er das Essen kühl halten wollte. Ich hasse es, spät zu arbeiten, aber er bezahlt mich, weißt du? Er bezahlt mich gut, weißt du? Beachte mich gar nicht. Ich werde einfach nur schnell draußen gucken, mir die Einheiten angucken und dann bin ich wieder weg. Okay. Ich räume dann ein, derweil, ne? So, ich weiß noch nicht, wohin. Du gehst... Hier ist schon wieder Klo auf, ey. Ah, das gehört dahin. Restock. Yes. Okay, wir müssen dieselben Sachen suchen. Das heißt, diese roten Packungen... Wo könnten die denn sein? Diese roten Packungen hier. Hier eigentlich. Hier irgendwo. Scheint aber alles okay zu sein soweit. Da gibt's... Ah, hier. Ja, Restock. Yes. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, eine Sache war hinten noch im Lager. Da habe ich was gesehen. So blaue Tiefkühldinger. Ja, dann gehören die wahrscheinlich hier vorne rein. Hier irgendwo. Ja. Gut. Ich glaube, es ist wieder alles aufgefüllt. Ich mache meinen Job sehr gut. Für 13 Yen die Stunde kann man das auch mal machen hier. So, ich gucke nochmal. Ob noch irgendwas ist. Aber ne, ich glaube, okay. Mal gucken. Hinterm Haus arbeitet er, hat ja gesagt. Oh Gott. Ah, alles okay? Hat es geklappt? Okay, hier liegt was. Werkzeug. Ist da ein Schlüssel drin? Open AC. Da liegt was. Ein Schlüssel? Ich nehme erstmal mit. Ich glaube, ich war jetzt ein bisschen zu voreilig. Was kann ich denn mit dem Schlüssel machen? Ich lege den erstmal hier ab. Okay. Hey, wie... Okay, ich habe einen Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür dieser Schlüssel ist. Ich lasse ihn erstmal da liegen. Können wir damit irgendwas aufschließen? Ich gehe erstmal wieder rein. Ah, hier Tür zu machen. Hier auch zu. Oh, hallo. Oh, du musst kassieren. Okay. La 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 la. Oh, hallo. Schöne Frau. Hey. Der Einzige, der hier arbeitet? Ich kann es nicht glauben. Welche Art von Manager packt ein Mädchen auf eine Mitternachtsschicht ganz alleine? Hm. Ich sehe, du hast keine andere Wahl. Ja, wenigstens kann ich dir mein Beschützungstalisman geben. Sei vorsichtig. Take it? Yes. Dankeschön. Okay, ich muss mal gucken, wofür ist wohl der Schlüssel? Kann ich vielleicht einen der Schränke aufmachen? Schlüssel.
Was kann ich damit aufschließen? Ich lege ihn mal hier hin. Guck jetzt nochmal hier durch. Ob ich irgendwas sehe. Da war was. Was zum Teufel? Okay. Okay, das ist wirklich creepy. Das ist wirklich creepy. Sehr, sehr creepy. Vielleicht brauchen wir einen Schlüssel dafür. Wir gehen da mal gucken. Was war das? Wir sind schon wieder eingesperrt. Hör auf damit. Hör auf damit. Ach du Scheiße. Na toll. Großartig. Mitternacht. Was hat hier geklackert? Was draußen? Hinterm Haus? Ich guck mal. Ich wollte ja sowieso gucken. Was hier passiert ist. Oh, hier sind diese Büsche. Ich verstehe. It's locked. Ah, jetzt weiß ich auch, wofür wir den Schlüssel brauchen. Alles klar. Alles klar, alles klar. Holen wir mal den Schlüssel. Welches Geheimnis versteckt er da? Ich frage mich immer noch, was hier gewütet hat und die Sachen aus den Regalen geworfen, aber wir können sie auch nicht aufheben. Mein Drang hier aufzuräumen ist sehr groß. Okay. Holen wir mal einen scheiß Schlüssel. So. Damit müssten wir eigentlich da hinten reinkommen. Welches schmutziges Geheimnis versteckt unser Chef hier hinter dem Supermarkt? Warum ist hier alles abgeriegelt? Okay, gucken wir mal. Die Tür ist jetzt offen. Wie auch immer. Meine Arme werden ganz weich, wenn ich sie versuche zu öffnen. Oder taub. Es fühlt sich an, als ob mich etwas greift. Ich kann es nicht öffnen. Ich kann es nicht öffnen. Okay. Ich geh mal wieder rein. Das ist schon cool gemacht. Haare.
Japanische Haare, oh Gott. Habe ich es befreit? Oh. Ich bin wieder eingesperrt. Die hat auch da gewütet. Ich werde paranoid. Talismane aufheben. Okay, kann ich die irgendwo hin tun? Oh, vielleicht zur Tür? Vielleicht kann ich damit die Tür betreten? Boah, das Regengeräusch, ey. Es muss ja irgendwas hier drin sein. Exorcise the door. Oh. Da, ja. Ja, okay. 4. Manager. Okay. Tote Ratten. Das ist ein Videogerät. Videokassetten. Dritte Nacht. Oh, oh Gott. Oh Mann. Das ist ziemlich gut. Ziemlich cooles Spiel. Was für ein Albtraum. War es alles nur ein Traum? Okay, 12 Uhr, unsere Nachtschicht beginnt. Bestimmt, war alles nur ein Traum. Nehmen wir die Taschenlampe. Und ab zur Arbeit. Wir haben nicht so ein tolles, hochmodernes Klo, was hochfährt, leider. Oh, nee, hier, ein Video. Ein weiteres Video. Das hätte ich aber fast verpasst hier. Die haben es aber auch mit Videokassetten und Mädchen mit diesen schwarzen Haaren immer, ne? Die Japaner oder die Asiaten. Oh, da ist wieder er. Das ist der Hinterhof. Das ist der Hinterhof. Schon die dritte Kassette, ja. Die Kartons türmen sich schon hier. Ich bin wirklich ein sehr ordentlicher Mensch. Okay, gehen wir mal wieder zur Arbeit. Wir haben ja keine Wahl. Wenigstens regnet es nicht. So, jetzt sputen wir uns ein bisschen. Den Weg kenne ich jetzt, glaube ich, so langsam. Das war die kaputte Treppe. Aha. Ist immer noch arschdunkel hier. Warte mal. Ja, ich kenne den Weg. Ich kenne den Weg. Ich kenne ihn gut. Hier ging es runter. Und dann nochmal hier. Dann auf den Weg. Ich glaube in die Richtung oder in die. Ich weiß es nicht mehr.
dann links. Dann hier rechts. Nein, doch nicht links. Oh, da habe ich mich letztens schon wieder verlaufen. Ich verlaufe mich immer. Hier ging's lang. Dann hierher, genau. Und dann wieder links. Ah nee, das ist schon der Weg. Alles klar. Versuchen wir mal, das Geheimnis um den mysteriösen Manager zu lösen. Es ist wieder keiner da. Die Toilette steht wieder auf. Okay. Stempeln wir erstmal ein, dass wir wenigstens Geld hier für den Horror kriegen. Meine Stempelkarte ist weg. Existiere ich überhaupt? Okay. Ich glaube, wir sollen direkt in diesen Schuppen gehen. Okay. Ja? Was zum Teufel ist das? Okay, da kommen wir nicht her. Kommen wir vorne raus? Oh Gott, auch nicht. Turn it on. Sollen wir die alle anmachen? Alle anmachen? Ah, wir müssen wir die richtigen anmachen? Eine richtige Reihenfolge oder so? Noch zu. Woher soll ich denn wissen, welchen Fernseher ich anmachen muss? 4. Da stand ja eine 4 auf dem Fernseher. Reihe 4? Da steht überall 5. Ich verstehe es nicht. Haben wir irgendwo einen Hinweis? Das Klo geht auch nicht mehr automatisch auf. Das muss die Hölle sein. Okay, irgendwo muss es einen Hinweis geben. Das sieht aus wie eine 4 hier, ne? Wir müssen 4 Fernseher anmachen. Aber was für Fernseher? Wir müssen die 4 richtigen anmachen. Vielleicht jeden in einer Reihe oder so? Wo finde ich den Hinweis? Ich kann auch nicht raus. Kann ich nochmal hier hinter gehen? Ah, vielleicht sehe ich das durch das Gerät hier.
Da ist das Mädchen. Geht durch die Gänge. Es guckt die Fernseher an. Okay, in jeder, überall, wo sie wahrscheinlich die Fernseher anguckt, da müssen wir einen anmachen. Okay, da hinten rechts, ganz oben. Hat sie hochgeguckt? Hier irgendwo. Dann irgendwo hier. Warte mal, können wir nochmal ausmachen? Irgendwo hier. Okay. Wir müssen genau sehen, welchen Fernseher sie anguckt. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Okay, jetzt mal drauf achten, ob sie den oben... Ich glaube, den oben guckt sie an. Ich glaube, den hier. Entweder den hier oben oder die. Rechts. Den zweiten. Der richtige? Oh Gott. Wo ist sie denn? Okay, mal gucken, was sie da anguckt. Den oben. Den hier würde ich sagen. Und welchen jetzt? Mal gucken, ob es der richtige ist. Sieht so aus. Oh nein, nein, nicht rausgehen.
Ja, das ist auf jeden Fall der Richtige. Sie guckt hoch. Dann den, der ist auch richtig, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir noch im mittleren Gang einen, glaube ich. Also im zweiten von rechts. Da hinten, unten. Okay. Irgendwo hier unten ein. Ich glaube, wir haben's. Okay. Jetzt haben wir eine Tür gehört. Okay, da unten. Den da. Den. Den. Und den. Okay. Und jetzt können wir hinten rein. Oh. Was? Jetzt wieder alles normal. Oh, ein letztes Tape. Bring home. Vierte Nacht. Watch it. Are you sure? Er hat durch unser Fenster gefilmt, wie wir schlafen. Und wir wachen nachts auf. Ich kann mich nicht bewegen. Passiert einfach nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Ending 2. Okay. Es gibt verschiedene Enden im Spiel. Aber wie erreicht man sie? A Game von Chillers Art. Und das Spiel war mal richtig cool. Ich fand es mal, war richtig, es war mal was anderes. Dieses Rätsel mit den Fernsehern hat mich ein bisschen abgefuckt zum Ende, aber okay, wir haben es dann doch noch hingekriegt. Hätte man vielleicht ein bisschen kürzer machen können. Aber ansonsten, das war im Vergleich zu Blame Him, war das richtig genial. War richtig cool gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr das jetzt diese japanische Kultur irgendwie mit reingebracht hat, ob das so jetzt alles so typisch japanische Supermärkte waren und so. Aber wir hatten die Geistermädchen mit den langen Haaren, wir hatten die Videotapes. Es war, eigentlich war es ziemlich klischeehaft, aber es war geil. Es war geil. Okay, ja, das war, wie hieß es noch? The Dingsbums. Ihr seht es ja gleich am Screen oder ihr seht es am Titel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr gerne Ende 1 noch sehen wollt oder die anderen Enden, ja, supporten, könnt ihr auch. Könnt das Spiel auch kaufen. Schreibt mir mal, wenn sich genug Leute melden und das Video genug Daumen nach oben hat, worum ich euch bitten würde, damit das Video verteilt wird, dann würde ich auch noch einen zweiten Part spielen. Und ich bedanke mich. Er bedankt sich fürs Spielen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Indie Horror Einteiler oder vielleicht nochmal beim zweiten Part von diesem Spiel.
was der Supermarkt heißt, so übersetzt. Alles klar. Haut rein, Leute. Ciao.